Mit Mario wollte ich einfach mal das Thema besprechen: Maskenpflicht ausgesetzt bei der Lufthansa. Dann hat die Lufthansa ja in relativ kurzer Zeit eigentlich als Gruppe zwei kommunikative Spitzenfälle, die Problemfälle geworden sind. Ein Thema davon wollte ich eigentlich gar nicht besprechen, aber da beide Seiten sich jetzt geäußert haben, möchten wir das auch nochmal besprechen. Und zwar ging es ums Abladen von Fluggästen aufgrund der fehlenden Konformität mit Maskenpflicht. Und des Weiteren haben wir als Thema: Lufthansa gründet Cityline 2. Da muss ich hingucken. 2. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An diesem heiligen Sonntag zur 150. Sendung, hurra, freuen Sie sich jetzt, begrüßen wir euch auch und entlassen euch natürlich nicht aus dem Abonnierbefehl. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, zu kommentieren und zu liken. Ich glaube, ich habe das jetzt alles genannt, was gemacht werden muss. Des Weiteren wollen wir euch natürlich einladen, wie immer, zu unseren Stammtischen am 10.6. in Goslar, am 11.6. in München, am 12.6. in Berlin und am 13.6. in Hamburg. Auf jeden Fall, wer nicht weiß, warum am 10. in Goslar gefeiert wird, kommentiert unten bitte. Wir haben auch jetzt WhatsApp-Gruppen gemacht, zumindest für die drei, die offiziell stattfinden. Da könnt ihr euch dann jeweils anmelden, dann werdet ihr auch keinen Termin mehr verpassen. Und da könnt ihr auch kommunizieren, dann können wir auch zum Beispiel Tischnummer sagen und so weiter und so fort. Das Thema hat gestern ja sehr, sehr große Wellen geschlagen. Und zwar geht es um die Lufthansa, die Maskenpflicht, sie hat sie nicht ausgesetzt und die Maskenpflicht nicht abgeschafft, das ist ganz, ganz wichtig, sondern sie hat einfach ihre Crews per interner Anweisung davon befreit, diese Maskenpflicht aufs Bitterste, so empfinde ich es, und ich nenne die Leute ja immer Maskenstasi, durchzusetzen. Ich hatte es auf einigen Flügen auch. Ich bin in der First Class geweckt worden, weil mir die Maske von der Gesichtsebene runtergerutscht ist, während ich geschlafen habe. Wenn man in einer Swiss-Kabine sitzt, ist das natürlich etwas schwierig, vor allem auch liegt, die Maske aufzuhalten. Finde ich auch schwierig, dass, ja, lass uns über den Sinn nicht mehr sprechen, das haben wir schon lange und oft gemacht. Aber Mario, wie ist deine Meinung dazu? Wie kommt es, dass Lufthansa das jetzt macht und wie bewertest du das? Ja, ich kann das schon gut nachvollziehen. Die Crews haben wohl immer öfter Schwierigkeiten gehabt mit Passagieren, insbesondere die von anderen Flügen gekommen sind und dann in eine Lufthansa-Maschine gestiegen sind. Dass dann mit einmal, wenn man mit Lufthansa fliegt, eine Maske aufgesetzt werden muss, nachdem man vorher einen Interkontinentalflug mit, was weiß ich, United, American, Air Canada hatte und keine Maske tragen musste, dann mit einmal bei der Lufthansa eine Maske tragen muss. Oder auch innerhalb Europas gehört ja die Lufthansa zu den wenigen Fluggesellschaften, die, weil die gesetzliche Grundlage in Deutschland noch besteht, quasi diese Maskenpflicht auch versucht hat durchzusetzen. Und das kann ich schon gut nachvollziehen. Auch ich selber verstehe es als Fluggast nicht mehr. Es muss entweder eine einheitliche Regelung für meine Teile in ganz Europa oder auch weltweit geben. Aber wenn sozusagen die meisten Fluggesellschaften beziehungsweise ja so sogar die EU eine Empfehlung draus oder ausgesprochen hat, darauf zu verzichten, warum denn ausgerechnet die Lufthansa weiterhin damit fliegen soll, ist mir ein Rätsel. Zumal, das wissen wir ja alle, wir brauchen am Flughafen keine Maske, wir brauchen in den Restaurants keine Maske und dann steigen wir in die Maschine und dann ist das Virus mit einmal wieder da und ganz gefährlich. Also das ist eine Regelung, die kann man nicht nachvollziehen. Ihr wisst alle, ich bin da auch mal sehr vorsichtig und wer eine Maske auch weiterhin aufsetzen muss, darf das ja auch. Aber die Maskenpflicht zwingend durchzusetzen, nachdem sie in Europa und weltweit mittlerweile löchrig wie ein Schweizer Käse ist, das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist das eigentlich eine zielrichtige Entscheidung der Lufthansa.
Also für mich ist das Hauptproblem einfach, dass es für mich keinen Sinn mehr macht, aus dem Grund heraus, weil die Zahlen in England, die haben ja schon vor Monaten angefangen, die Maskenpflicht abzuschaffen. Innerhalb von Schweden ist sie abgeschafft gewesen. Also die Zahlen geben da keinem recht. Und deshalb macht das für mich auch keinen Sinn. Und man sieht ja auch das Potenzial, was an Bord besteht, was an Stress ist. Und die ehrliche Sache ist natürlich, dass die Maskenstasi keine Aufgabe der Crew ist. Es ist halt einfach da, dass es zu viele Probleme bereitet. Das nächste Thema ist, und das muss man sich ja auch einfach vor Augen führen, ich bin im First Class Terminal gewesen bei der Lufthansa, bin vom First Class Terminal dann rüber getippelt, per Auto zum Flieger. Wir hatten eine Außenposition, ich gehe die Treppe hoch, stehe an dem Flieger und denke so, ach Scheiße, hast die Maske vergessen. So, ich umgedreht, in meiner Tasche aufgemacht, die scheiß Maske rausgefriemelt, in die Fresse gesetzt und bin dann mit Maske im Gesicht an Bord gekommen. Die hatten mir schon eine Maske hingehalten und alles, aber ich meine, ich trage ja meine Maske, die ich kenne, meine Schnüffeltüte. Also insofern ist es einfach so, dass ich es vergessen habe. Und man überlegt einfach, was passiert beim Boarding, wenn viele Leute das einfach vergessen, wie viele Diskussionen es unnötig gibt. Also insofern Probleme macht, die man eigentlich nicht haben möchte. Und deshalb ganz, ganz wichtig nochmal der Hinweis. Die Maskenpflicht gilt vom Gesetzgeber immer noch bis September. Das ist einfach so. Ihr seid verpflichtet, die Maske zu tragen. Man ist auch eigentlich verpflichtet, bei anderen Fluggesellschaften die zu tragen, Air Baltic, Finnair oder wer nach Deutschland fliegt, aber die enforcen es einfach nicht mehr. Selbst die Swiss nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das kontrollieren will. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das ahnden will. Zumindest nicht auf einem Flugzeug, was keine deutsche Flagge hat. Also bei einer Lufthansa-Maschine, die da mit der Maske, also wenn da jemand, also in Gottes Namen, ne? Aber es gilt im Flugzeug das nationale Recht, wenn die Tür zu ist. Das heißt also, ein Flugzeug, was in der Schweiz zugelassen ist und nach Deutschland fliegt, da kannst du in Deutschland gar nichts machen. Nur so als Hinweis. Zumindest, wer eine andere Rechtsauffassung hat, unten, ich bin natürlich kein Anwalt, ich bin da auch bereit, meine Position zu überdenken, aber das sagt mir einfach der gesunde Menschenverstand. Und deshalb, aber tragt die Maske, weil die Crew kann nichts dafür. Wenn euer Na. Nachbar da in einer Risikogruppe fällt, zieht die Maske einfach aus Höflichkeit an, besonders in der Economy Class. Ich weiß, es ist, wenn man isst, dass man die Maske dann abnimmt und dann kann man halt mal an der Cola mal gerne 2 Stunden trinken, die sonst innerhalb von 4 Sekunden weggezogen ist. Aber denkt bitte von beiden Seiten dran. Einmal die, die Maskenfetischismus haben und einmal die, die den Fetischismus haben, die Maske nicht zu tragen. Vertragt euch, ihr seid eine Lebensgemeinschaft auf Zeit und die Stunden gehen rüber. Und ich sage auch, ich habe es natürlich nicht toll gefunden, auf den 12-Stunden-Flug nach Los Angeles da die Maske im Gesicht zu haben. Aber es gibt Schlimmeres im Leben. Ja, Würdest du sagen? das ist in der Tat so. Es gibt schlimmere Schicksale und ich fand es mit den Unterbrechungen beim Essen und Trinken jetzt auch noch durchaus ertragbar. Ich habe auch extra für die Flüge so eine medizinische Stoffmaske. Die ist meines Erachtens etwas angenehmer zu tragen, aber das ist auch Geschmackssache. Ein Thema, was auch aufgrund der Maskenpflicht hochgekocht ist, ist ein Flug gewesen von JFK nach Frankfurt. Und dann in dem Nachgang sind 130 bis 170 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich glaube, es waren nur männliche, ich weiß aber nicht ganz genau, vom Weiterflug nach Budapest ausgeschlossen worden, weil sie gegen die Maskenregel verstoßen haben. Es gab ja auch andere Probleme an Bord. Der Kapitän hat eine Durchsage gemacht. Es sind auf Hebräisch Durchsagen gemacht worden. Aber es ist von Einzelnen anscheinend nicht eingehalten worden. Es kam dann der Aufschrei, dass man in Deutschland ja wieder antisemitisch sei, weil man Leute aufgrund ihres jüdischen Glaubens, und da muss man jetzt ein bisschen erklären, dies waren die orthodoxen Juden, die haben. Ich kenne die Kleidungsstücke alle nicht bei den Juden, aber man hat halt gesehen an Form ihrer Kleidung, dass sie jüdischen Glaubens waren und hat ihnen dann, weil auf dem Flug von JFK nach Frankfurt halt wirklich da einige unangenehm aufgefallen sind mit der Maskenpflicht, diese von dem Weiterflug, wie ich ja schon sagte, einfach weggenommen und hat sie disqualifiziert.
Und es gibt da auch unschöne Kommunikation zwischen Lufthansa-Mitarbeitern am Gate. Sie ist sehr unglücklich. Es wurde aber da auch gesagt, es war jetzt nicht ganz genau mehr sinngemäß, wenn das jetzt Fußball gewesen wäre, egal was, das wäre genauso gehandelt worden. Meine Meinung dazu ist ganz klipp und klar, das, was passiert ist, ist falsch. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das heißt also, dass die Lufthansa Leute, die nichts nachweislich falsch gemacht haben, von einem Flug entbindet, weil man Leute, die zusammen reisen, aber keine Reisegruppe gebildet haben, in einen Topf wirft. Das wäre ja genauso, als wenn ich den Lufthansa-Vorstand in einen Sack stecken würde und mit dem Schläger draufhauen würde, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat, aber dafür ist nur einer im Vorstand zuständig. Und genauso ist das hier. Ich habe das auch in der Schule immer gehasst und laut allgemeiner Schulordnung, ich kann sie ja zitieren, ist es ja verboten, Kollektivstrafen zu geben, wenn man nicht jedem Einzelnen die Schuld nachweisen kann. Und genauso ist das in dem Fall auch. Dieses Ganze hat natürlich Riesenwellen geschlagen. Wir haben es bei unserem Forum gehabt. Ich habe das auf zwei Beiträge reduziert. Und es haben sich ja auch viele jüdische Organisationen in den USA, in Europa gemeldet. Ich sage es nochmal, für mich ist es nicht antisemitisch gewesen, für mich war es einfach nur dumm von der Lufthansa, ganz einfach. Das ist aber so, dass man jetzt das Ganze natürlich versucht zu kompensieren, was in meinen Augen absolut richtig ist. Also da ist, wenn man irgendwo hin will und man kommt nicht hin und man darf nicht, dann ist das ein Denied Boarding. Denied Boarding ohne Grund kostet die Fluggesellschaft Geld. Und deshalb gibt es so eine Art Sammelklage oder, ja, ist das noch, Class Action Suit. Und diese Class Action ist halt so, da haben sich nicht alle angeschlossen, aber die, die sich nicht angeschlossen haben, haben von Lufthansa ein relativ großzügiges Angebot bekommen. Und dieses Angebot wurde ihnen unterbreitet, nachdem die Lufthansa Carsten Spohr, Lufthansa Group CEO, mit einem Rabbi in Berlin gesprochen hat. Das hat aber den Leuten nicht gefallen, aus verschiedensten Gründen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum es nicht ist, warum es nicht gefallen hat. Deshalb, ich kann es nicht bewerten. Die das wissen, warum es so ist, können wahrscheinlich auch erklären, dass das zu Recht abgelehnt worden ist. Jetzt hat aber Jens Ritter, nicht zu verwechseln mit Carsten Spohr, Jens Ritter ist der CEO von Lufthansa, also nicht der Lufthansa-Gruppe, sondern nur von Lufthansa. Um es mal so zu sagen. Und er hat halt einen Brief geschrieben, handgeschrieben hieß es, aber es ist nur die Anrede in Hand geschrieben worden und per Hand unterschrieben worden, was in meinen Augen sehr schön ist. Und da wird sich halt breit entschuldigt und man hat dann versprochen, dass man natürlich nach EU 261/2004 entschädigt und nochmal Flüge umsonst gibt und trotzdem das Klagerecht nicht wegnimmt, wenn man das annimmt. Ich hoffe, ich habe das jetzt zwar lang und breit erklärt, dass es klar geworden ist. Und ihr merkt schon, bei dem Thema muss man immer sehr vorsichtig formulieren und ausgewogen formulieren. Deshalb betone ich nochmal wirklich zwei Dinge. Das eine ist, es war nicht antisemitisch, ganz klar in meinen Augen, weil es jeder Gruppe widerfahren wäre. Wäre es Eintracht Frankfurt-Fans gewesen, die wären im selben Trikot unterwegs gewesen. Die wären genauso stehen geblieben, wären es alte weiße Männer gewesen, wir wären stehen geblieben. Also insofern das eine. Und das andere ist, es ist trotzdem von der Lufthansa dumm gewesen, das zu tun, falsch gewesen und ich finde es richtig, wenn sie zahlen müssen, also die Schäden, die entstanden sind, um es mal so zu formulieren. Jetzt kannst du reden, Mario. Nee, ich denke, wir sollten das Thema nicht weiter vertiefen. Du hast ja viel dazu gesagt. Eine ganz unschöne Sache. Ich hoffe, die Lufthansa lernt daraus. Ob es Antisemitismus war, kann ich auch nicht beurteilen. Es gibt ja da diese Videos, wo einer fragt, da die Mitarbeiterin von Lufthansa, ja, warum sie denn nicht mitfliegen. Er hätte auch gar nichts damit zu tun gehabt. Ja, weil das hier alles Juden wären. Und diese Äußerungen sind natürlich schon etwas grenzwertig. Ich weiß nicht, ob das Dummheit war, der Mitarbeiterin von Lufthansa, aber sowas darf einfach nicht vorkommen und ich finde, du hast dazu eigentlich alles gesagt.
Aber dann mach doch einfach mal den Test. Ersetzt das, was die Dame gesagt hat, und zwar in dem Bereich Wort Jude, durch Bayern München-Fan, Eishockey-Fan, Ja, alter wäre weißer wahrscheinlich Mann. genauso gelaufen. Ja. Ja, also es war einfach falsch. Es war falsch. Also deshalb ist für mich kein Antisemitismus, weil es wirklich jeden getroffen hätte. Man ist nicht hingegangen, hat Juden extra ausselektiert. Weißt du, also es ist nochmal, wenn es eine andere Gruppe gewesen wäre, wäre es genauso gegangen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich dumm gelaufen und ich hoffe, man hat daraus gelernt. Wo es nochmal dumm gelaufen ist, übrigens könnt ihr auch unten kommentieren, also ich will euch ja jetzt nicht von der Kommentarspalte weghalten, auch wenn das ein kontroverses Thema ist. Wo es dumm gelaufen ist, ist bei der Austrian Airlines. Da hat eine Dame auch die Rassismuskeule rausgeholt. Und zwar hat sie auf Twitter getweetet, auf Twitter getweetet, ja, was willst du sonst auf Twitter machen, ne? Took a flight with Austrian. I asked the air hostess for a second glass of water. She told me I had to pay for it, 3 euros. A minute later, she came back round offering everyone else a second glass of water. I don't know what this was. I don't want to jump on race. Punkt, Punkt, Punkt. Also das Erste ist, was mich schockiert. Ich wusste gar nicht, dass das zweite Glas Wasser Geld kostet. War dir das Nee, bewusst? das war mir auch nicht bekannt. Nee, ich dachte, so ein Glas Wasser kriegt man halt so. Ich meine, es ist Wasser. Deshalb nochmal Wasser. Ich trinke hier das gute Saguaro Mineral aus dem Lidl des Vertrauens. Und Prost. Also ehrlich, Wasser muss umsonst sein an Bord. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das finde ich jetzt echt zum Kotzen. Und das nächste ist ganz einfach, dass danach natürlich unglücklicherweise eine Runde gegeben worden ist. Das ist natürlich in der Außenwirkung komplett Banane. Also diese Geizigkeit, die da um sich greift, das ist wie bei den Hotels. Ihr erinnert euch an das Thema von gestern. Das geht mir so auf den Sack, ja, dass man für 3 Cent, 10 Cent oder 20 Cent Artikel meint, da einen riesen Fass aufzumachen. Und es geht sich nicht um die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die machen nur das, was ihnen aufgetragen wird. Ja, also da müssen wir ganz klar. Aber ich verstehe es einfach nicht. Und ich weiß nicht, wer von euch wusste, dass das zweite Glas Wasser geht. Ich meine, ich habe nie zwei Glas Wasser getrunken. Ich habe ein Glas Wasser und einen Cola genommen oder einen Tomatensaft oder sowas. Also zwei. Ne? Ja, aber das sind ja immer nur solch kleine Gläschen. Da passt ja, das ist ja, das, wenn es nicht schnell genug trinkst, verdunstet es. Es ist wie ein hohlen Zahn, wie man so schön früher immer sagte. Ist ja Nicht eine wahr? Formulierung, die du ja noch kennst. Mir war es wirklich fucking nicht bewusst. Also es tut mir leid, ich wusste es nicht. Und ich finde das so unglücklich. Der Frau musst du einfach nicht nur die Knete zurückgeben, sondern du musst da auch kompensieren. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass sie danach mit der Nein. Wasserflasche rumgehen. Also irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Nicht, dass ich nicht glaube, dass die Dame da einen Fehler hatte, sondern dass in dem Flug nur, dass der Flug irgendwie eine Verspätung hatte, dass man dann einen zweiten Service. Also ich weiß es nicht. Also irgendwas muss gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, ich muss doch so viel Fingerspitzengefühl haben, wenn ich jemandem 3 Euro für ein Glas fucking Wasser, oder ist das diese Flasche mit 0,33? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir haben doch das Onboard Delight. Jo, bei Lufthansa kostet das sogar 3,50 €. Das ist jetzt scharf. Ja, aber sie meinte doch wahrscheinlich das normale Glaswasser, was es da halt immer so gibt, ne? Ja, aber die verkaufen das jetzt hier auf Onboard Delights. Aber es gibt ja ein Glas halt immer umsonst, aber davon kannst du ja auch zwei Gläser geben. Die wollen sich natürlich auch ihr eigenes Geschäft nicht kaputt machen, aber nichtsdestotrotz, man hätte ihr dann mit Fingerspitzengefühl die Knete ab, aber ich glaube, wenn es einmal gebucht ist, ist es einmal gebucht, dann kannst du auch die G-Knete nicht zurückgeben. Ne? Also irgendwas ist da, Das also stimmt. ja, also wie gesagt, da muss man drüber nachdenken und das ist halt einfach so. Und ich finde dann die Antwort von denen wieder sehr geil. One glass of still water is offered free of charge per person on shorter flights. The second one is normally chargeable. Please send us your flight details.
There may have been reason why a second one was later for free, genauso wie wir gesagt haben, bla bla bla. Und dann schreibt die Kollegin, die sich da beschwert, der Flug hatte keine Verspätung und da waren auch keine anderen Gründe, die das gesagt haben. Und dann kommt natürlich wie immer die Antwort von den Freunden von Social Media. We are waiting for an answer from the respective department and we will reply for your message as soon as we hear back. Ja, also kommentiert unten und Das nächste Thema bei Lufthansa ist Lufthansa CityLine 2. Jetzt sagt ihr CityLine, das kenne ich doch. CityLine 2, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das ist im Prinzip das, was Lufthansa macht mittlerweile mit seinen Mitarbeitern. Man wollte eigentlich die CityLine 2 und das hieß ja dann Nukont, war ja auch so ein Begriff in der Firma, wo man die Auffanggesellschaft machen wollte, ich glaube für die Germanwings-Pilotinnen und Piloten und Kabine. Und das ist halt mit der CityLine 2 so ein Ding, dass man sie gegeneinander starten lassen will, Preise runterziehen will, Kosten. Und die Firma, und das ist die Lufthansa, die hat jetzt eine Firma gegründet und die ist auch ins Landesregister mit der Nummer 275919 eingetragen worden als Flugverkehrsbetrieb München GmbH, also sehr unscheinbar. Das klingt irgendwie so eine Charterfluggesellschaft, ne? Flugbetriebs. Ja, ja. Und am geilsten finde ich übrigens schon. Am geilsten finde ich den Zweck, den muss man ablesen. Es tut mir leid, ich kann mir das alles nicht merken. Luftverkehr im In- und Ausland und der Betrieb aller mit der Luftfahrt und ihrer Förderung zusammenhängenden Geschäfte und Einrichtungen. Also im Prinzip eine eierlegende Wollmilchsau. Ein hervorragendes Beamtendeutsch. Sehr geil. Aber warum ist das ein Problem? Ganz einfach deshalb, die wollen bis zu 40 Flugzeuge in der Flotte haben und diese 40 Flugzeuge kämpfen mit den anderen Teilen im Konzern gegen die anderen im Konzern. Ganz einfach. Und das ist ja auch klar, das, was gemacht worden ist. Man hat ja den PPV, den Perspektivvertrag gekündigt. Gekündigt. Also das heißt, dass man 300 ein paar kaputte Flugzeuge immer im Konzern hat, aber also betreibt als Lufthansa Kernmarke mit den alten Verträgen. Und jetzt möchte man halt da die Leute übernehmen zu weniger Geld. Aber warum werden die Tickets dann teurer? Ich verstehe es einfach nicht. Da müssen, also wenn die den Preis permanent verbessern, auf ihrer Seite, an der Ausgabenseite, so viel kann der Sprit ja dann auch nicht ausmachen, Mario. Nee, ich denke nicht, zumal man ja auch noch zumindest die Lufthansa, glaube ich, bis Mitte nächsten Jahres feste Kerosinvereinbarungen hat. Also insofern, was den Einkauf von Kerosin angeht, insofern kann das nicht der Preis sein. Und da man auch am Catering überall spart, zwar ist Essen und Lebensmittel teurer geworden, aber das betrifft die Fluggäste ja nicht so direkt, weiß ich nicht, wo die erhöhten Kosten herkommen. Der Service am Flughafen hatten wir ja auch schon drüber geredet, wird auch immer schlechter. Also keine Ahnung, wo sozusagen das Geld bleibt. Ja, ich finde es einfach komplett Banane, dass das so funktioniert mittlerweile, dass man halt wirklich ausgepresst wird, das Personal wird ausgepresst, wir werden alle ausgepresst. In gewissem Maße ist das ja auch verständlich, aber wenn es so übergerührt stattfindet, und wir hatten ja auch bei dem Project Sunrise den Flug ja mal von Sydney nach London auseinanderdividiert, 50% Warenspritkosten, ganz klar. Aber bei so einem Kurzstreckenflug weiß ich jetzt nicht, ob man da das so machen sollte. Dann, weil das Problem ist doch folgendes, warum habe ich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Weil ich zu wenig Knete bezahle für einen Job, der unattraktiv geworden ist. Und das ist das Hauptproblem. Das ist wie eine Hotellerie, das ist genau das ganze Thema, was wir gestern hatten, dass die Flüge einfach zu voll sind und die Flughäfen nicht genug Personal kriegen. Also dann müsst ihr doch einfach mal überlegen, woran es liegt. Und auf der anderen Seite will man uns Kunden binden. Aber was habt ihr denn davon, wenn ihr Hoshis uns schickt, kein Disrespekt für Flugcrews, die gerade frisch von der Schule sind oder von der Ausbildung sind? Das ist doch mit. Früher war es doch so. Ja, also früher, ich meine, ich weiß, früher haben die Leute sich ja beschwert, dass die Flugbegleiterinnen den Altersdurchschnitt an Bord weit nach oben getrieben haben. Aber ich sag mal so, die haben aber gewusst, wie man reagiert. Ich habe Flugbegleiterinnen gehabt, wenn zu wenig Essen gecatert wurde, jeder hat zu essen gekriegt und jeder ist satt geworden. Weil sie halt angefangen haben zu teilen, weil sie da einfach, die haben das schon erlebt.
Die haben das damals an der Ja. U-52 so gemacht, an die Ostfront, die machen sie weiter so. Also nicht, dass die Jüngeren dumm sind, aber das Problem ist halt, es gibt halt gewisse Dinge, wo du Erfahrung hast. Oder es gibt diesen alten Klassiker, wenn die Soße gestockt ist, dann machen sie Creme rein und dann, also wie heißt das nochmal? Kondensmilch. Und dann wird die wieder fluffig und solche Sachen. Das weiß ich aber nicht, weil ich bin ja keine Hausfrau. Weil ich ja nie Nein. so eine unfluffige Sahne machen würde oder so. Also ihr wisst, was ich meine. Also ich denke, Erfahrung ist gut und Erfahrung ist wichtig. Und deshalb muss man halt auch schauen, dass man Personal hält. Und ich bin kein Freund davon, dass wir die alten Zeiten in der Fliegerei wieder haben, wo man dann anfängt zu sagen, hey, wenn du bei uns arbeiten willst als Flugbegleiterin, musst du ein paar Sprachen sprechen, darfst nicht verheiratet sein und mit 30 bist du wieder weg. Ja, So, so einfach ist das. das ist doof. Das geht so nicht. Also, es tut mir leid. Also, Nee. ich weiß nicht, ich habe irgendwie in den nächsten 2 Tagen habe ich so Rant-Themen. Also, ich kann mich Ich da habe nur das auch so. nicht. Er ist ständig am Erregen, aber es muss ja auch mal sein. Es wird die nächsten Tage wieder ruhiger. Da gibt es dann wieder viel sachlichere Informationen. Denkt daran, ich finde, dass Fliegen eine der geilsten Erfindungen der Menschheit ist. Und ich bin so dankbar, dass man innerhalb von 24 Stunden an fast jeden Punkt der Erde kommen kann mit dem Flugzeug. Also, insofern, es klingt schlimmer, als es ist. EasyJet hatten wir ja gestern als Thema gehabt und Sie. EasyJet ist ja in Berlin den Sittich am Machen. Und wer stinkt in die Kerbe oder in die Lücke? In die Lücke heißt das. In die Und Lücke. in die Lücke und der Lückenspringer ist Jens Ritter. Nein, Quatsch, Jens Bischoff. Zu viele Von Jensel Eurowings. von Eurowings, zu viele Jenselmänner in der Sie. Geschäftsleitung. Also Jens Ritter und ne Quatsch. Nicht Ritter. Jens Bischoff. So, also Jens Bischoff. Ja, Jens halt. Ja, verzeiht mir, wenn ich das so mache. Ich bin mit beiden auch auf LinkedIn verfreundet, hätte ich was gesagt. Wenn ihr das anschauen. Also Jens Bischoff ist in diesem Fall der Schuldige. Jens Ritter hatten wir schon abgearbeitet. Und zwar wird aus diesem orangen Farbton dann, ja, was ist denn das bei Eurowings? Violett, Magenta, nee, was ist denn das? Violett, ne? Purple, Purple. Ja, Weil sie Purple. halt. Aber sie saugen dann quasi das Personal ab. 275 Mitarbeiter werden reduziert bei der Kabinenbesatzung und die will halt die Eurowings nehmen und die Lücke füllen. Findest du das gut, dass Lufthansa das macht und wie möchtest du das bewerten? Ja, grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn die Leute oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Und wie wir ja wissen, fehlt es auch bei der Lufthansa-Gruppe überall an Mann und Maus. Und insofern kann das ja nicht verkehrt sein, wenn die Kolleginnen und Kollegen dort von EasyJet dann von der Eurowings übernommen werden. Ist ja sozusagen EasyJet Deluxe, die Eurowings. Und ja, schauen wir mal. Es kann ja nicht noch viel schlimmer kommen. Ja, aber da habe ich zwei Fragen. Und zwar einmal, wenn die EasyJet die Strecken ja nicht mehr bedient, ja, dann wird das ja wahrscheinlich nicht wegen Reichtum gewesen sein, dass sie geschlossen haben. Sondern Wahrscheinlich nicht. die haben Strecken gefunden, und das ist ja das andere, die Flugzeuge würden woanders eingesetzt, wo sie mehr Geld bringen. Das heißt also, der Markt in Berlin ist nicht so groß, wie die Leute denken. Das ist das eine. Also wie kann die Eurowings da nachhaltig, also finanziell nachhaltig fliegen? Und das andere Thema ist, die stelle ich mir die Frage natürlich dann auch, was machen die mit den anderen Löchern? Die haben ja bei Air Baltic Flugzeuge genommen, die haben ja woanders nochmal Flugzeuge genommen, gemietet. Wo kriegen, also, wie soll das alles funktionieren, wenn die schon jetzt Nein. das nicht? Das heißt also, du wirst bei der Eurowings wieder eine scheiß Operation haben, dann werden wir Flüge verspätet sein und. Also ich, für mich ist das nah an Größenwahn. Ich denke, wir werden abwarten und Tee trinken müssen und dann in einigen Wochen oder Monaten darüber berichten, wie es so läuft. Ansonsten könntest du vielleicht recht haben. Schauen wir mal. Schreibt unten in die Kommentarspalte rein, was ihr davon haltet. Sagt ganz einfach, ich like den Beitrag und abonniert und macht die Glocke an. Ich trinke einen und sag dann einfach mal Tschüss, ne? Sagen wir Tschüss, Mario. Ja, wir sagen mal Tschüss. Ich werde jetzt den Herrn Korsten noch ein bisschen beruhigen und dann ein schönes Restwochenende. Tschüss. Ach ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV mit dem Lufthansa Group Update. Das war ganz, ganz wichtig. Und jetzt müssen wir auch irgendwie auf die Aus-Taste drücken. Wo ist denn hier aus? Hier aus, Finish und Ende.